ein Projekt vom Pauluskindergarten. Und von der Kunstwerkstatt Bad Kreuznach. Das Trickfilmprojekt. Die Brücke. Jeden Tag gehe ich in meinen Kindergarten über eine Brücke, die über den Fluss führt. Es ist eine alte, nahe Brücke, die aus Stein und Beton gebaut ist. In der Nähe vom Paulus-Kindergarten gibt es noch eine saugende Hennepütte. Wir lieben es, darüber spazieren zu gehen. Es gibt viele große und kleine Brücken in unserer Stadt in Bad Kreuznach. Wenn eine Brücke alt und kaputt ist, wird sie gesperrt und die Brückenbauer müssen sie reparieren. Man braucht viele Baumaschinen, LKWs, Kräne und komischer Bagger und ganz viele Steine und Sand. Ganz viel Zeit. Manchmal dauert es sehr lange, bis die Baustelle fertig ist. Wenn die Brücke wieder repariert ist, kann man wieder auf der anderen Seite spazieren und einkaufen gehen.